Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Game Heroes and Generals. Ich und Darko haben schon die eine oder andere Runde gespielt, wie man hier oben am Veteranenlevel sieht. Grund ist dafür, die letzte Aufnahme habe ich gelöscht, weil das eine totale Reinfallfolge war. Und davor, ja, testsmäßig, habe halt aufgenommen für die ganzen Einstellungen und. Ja, ihr seht, ich habe hier eine Waffe, die man mit Level 2 kriegt. Und ich werde jetzt aber ganz kurz austauschen wieder mit der hier. Denn die ist definitiv besser. Und ich entstumme mich jetzt im Discord und dann werden wir Tag oder Runde schnacken und zocken. So. Ich habe das jetzt auch gerade in der im Intro gesagt, dass ich hier die letzte Folge, weil das eine Blamage war, gelöscht habe. Erschöpfung, 100% schneller, schnellere Regeneration nach Erschöpfung, geräuschlos zu Fuß fortbewegen. Holen wir uns das auch noch dazu. Wann, wo hast du das? Wenn du oben bei deinem Rucksack, du hast doch den Rucksack mit den weißen und schwarzen Punkten, ne? Genau. Darunter hast du Kampfabzeichen. Das sind die, die du freispielst. Ah. Oh, zwei kann ich auswählen, gut. Flugzeugdieb. Okay. So, das haben wir. Was ist das? Aussehen des Soldaten. Feldgrau. Soldat muss hier einen Gegenstand ausrüsten. Boah, das kostet alles. Oh, Helm. Ich hab auch nicht mehr so viel Geld. Ich kann aber wirklich nur eine Waffe und Zweitwaffen technisch einen Spaten mit mir rumtragen und das war's. Nee. Doch. Geh mal auf deine normalen Waffen. Bin ich grad. Und dann zieh einfach deine gekauften Waffen in deine Hotbar da unten. Nicht genügend Ausrüstungspunkte. Ersetze oder entfernen Sie den Gegenstand. Ja, okay, dann musst du es wirklich noch freischalten. Als nächstes das da. Das kriege ich als nächstes? Ernsthaft? So. Ich glaube, wir nehmen wieder ein Nehmen und Halten. Ja. Glaube ich besser. Okay, man hat insgesamt 4 Hotbar-Slots. Nee, aber ich kann da großartig nichts machen. Ich könnte mir jetzt ein Auto kaufen und das irgendwie hier mit reinziehen. Ja, toll, ich kann eins für 46.000 kaufen. Viel Spaß. Freigeschaltet mit Taktik wird abgeschlossen, Rang 1. Okay. 888. 877. Naja. Wollen wir? Warte. Ich wollte gerade aus Versehen Soldaten wechseln. Hab bereit gemacht. Gut, dann nehmen wir diesmal das. Oh, Gottchen, ey. Dorfscharmütze. Also Dorfscharmütze. Ich dachte, das wäre der Ort. Steht da irgendwo? So, jetzt hier oben mein Ping. 29. Ist voll. Ja, bei mir... 21 ist voll. So, ich habe jetzt mal Sound einen kleinen Ticken runtergedreht. So, du hast Musik... trotzdem einen höheren Ping als ich, obwohl du eine bessere Internetleitung hast. Ich habe aber kein Glasfaser. Ich doch auch nicht, ich habe Kupfer. Außerdem ist gerade aktuell noch, ja, 2 Handys angeschlossen, die dauerhaft über WLAN laufen bei mir. Und ich weiß, ich will jetzt halt auch nicht das Spiel minimieren, weil dann sieht man meinen Desktop-Hintergrund. Ja. Ist zwar ein schlimmes Ordner, ein paar Thumbnails und... Jetzt hast du aber einen vollen Ping. Und ein nackter Teufel, das war's. Mehr sieht man da nicht, aber trotzdem... Ja, das ist vielleicht von Server zu Server unterschiedlich.
Keine Ahnung. Oh, ich bin ganz oben. Ja. Doch, bei mir bin ich Platz 1 oben. Bei mir bist du 2. Studenstein ist bei dir. Ja, jetzt ist Kaiser Wilhelm der Erste. Und du bei mir ist jetzt Sowjet-Sniper. Der steht unter mir. Und du bist Rang 5. Ja. Vor allem Sowjet-Sniper, das sagt das schon alles. Der steigt ins Auto und überfährt uns wieder. Wie in der ersten, in der Runde davor. Das hier ist ja gerade mein erster. Sniper 1 heißt, dass er die Sowjets abschießt. Muss nicht sein, das kann auch ein sowjetischer Sniper sein. Dann wäre er aber bei den Sowjets und nicht bei uns. Nee, das ist ja jetzt hier nur, er hat einen deutschen Spieler ausgesucht. Also einen deutschen Soldaten. Er selber vom Herkunftsland kann Sowjet sein. Nicht mit der Sprache, sonst würde er es nicht auf Deutsch schreiben. Doch. Sondern auf Englisch. Oh, ich habe noch gar nicht bereit gedrückt. Hallo? Warum? Hä? Ich kann nicht sprinten? Jetzt. So, Aufgabe, verbündete Waffe aufnehmen. Ich bin immer noch unsichtbar, läuft. Ah, jetzt bin ich sichtbar. Das dauert immer ewig bei mir. Sag mal, rennen wir gerade alle zu 02? Weil es die Mitte ist, ja. Ich habe nämlich gerade einen Hit kassiert. Hat einen. Was ist denn, wenn ich die jetzt aufnehme? Also solche Weitkämpfe gefallen mir deutlich besser. Jetzt habe ich zu... Oh wow. Ich habe eine Panzerfaust. Kommt man hier oben drauf? Ja, sehr schön. Muss bedenken, du musst gut zielen, die hat nur einen Schuss. Ja, ja. Achtung, die kommen, da eilt zu dir ungefähr, kommen 3 Leute. 4. Kommt von der Seite, mein Kleiner, die sind da richtig. Ja, mach das. Ja, hier ist schon einer tot. Fuck off. Das war so blöd. Oh, beweg dich, alter Mann. Ach, da war noch einer. Gut, kein Wunder. Hast du dich gerade selber als alter Mann bezeichnet? Mit meinen jetzigen Arschschmerzen, ja. Ich kann nicht still auf meinen Stuhl sitzen. Ja, man hätte die Treppe nicht mit dem Arsch runterrutschen sollen. Das habe ich mir nicht freiwillig ausgesucht. Nur weil du drängelst und aufnehmen willst. Oh je. Schatau. Schatau. Nee, Schatau. Verloren. Shadow. Shadow. Wer nennt sich bitte freiwillig Soldat? Also das war ein Deutscher, aber wieso nennt man sich Soldat? Keine Ahnung. Wie meinst du das eigentlich? Hey! Boah! Ich hab den getroffen. Egal, ich will mich nicht aufregen in dieser Folge, nein. Es wird nicht so eine Fail-Folge wie in der letzten. Sag mal. Mann, gibt's doch bestimmt was. Ja! Ich komme mal in deine Richtung geradelt, würde ich sagen. Ja, ich habe hier so einen richtig schönen geschützten Außenposten. Wie die hier alle rennen und ich mit Fahrrad fahre.
Weil das ist doch klar, wenn ich schon die Dinge höre. Muss doch auch mal sein. Mann, warum muss ich STRG gedrückt halten, damit ich hier sneaken kann? Das ist doch scheiße. Das ist in jedem anderen Spiel auch der Fall. Nee. Da hinten. Von O. Der ist hinter diesem weißen Ding. Oder schon tot. Wow, ich werde aber immer noch beschossen. Wow. Kannst du mal rechts schauen, ob du irgendwen siehst? Der Schuss kam nämlich von rechts. Hab ihn gekillt. Nee, da ist zwar ein Haus, wo man sich verstecken könnte, aber ich glaube nicht, dass da einer drin ist. Aber jemand wurde ja auch gerade abgeschossen. Aber in dem Haus sich verstecken dort ist vielleicht auch eine gute Taktik, wenn die hier übers Feld rennen. Ach, ich sehe schon da hinten. Ne? Ja, die haben mich gesehen. Achtung, irgendwer schießt da dauerhaft mit einem Granatenwerfer. Ja, ja. Die haben sich direkt dort positioniert. Ich bin halt neben denen. Ich bin zu weit weg. Denn auf die Reichweite macht die Waffe keinen Schaden mehr. Oh, ich bin tot. Mich hat irgendwer abgeknallt. Hab ich nicht mitbekommen. So, jetzt kann ich wieder ganz von vorne hier spawnen. Danke auch. Guck einfach, wo ich bin und komm hierher. Du bist auf einem anderen Ende der Map. Ich lauf zu O2 und mach das erstmal. Ja, weil hier rennen sie die ganze Zeit übers Feld. Aber hier kann ich mich auch gleich erstmal schielen. Der kann leider gut zielen. So, ich bin geheilt. Jetzt gehe ich hier oben rein ins Haus. Einmal Z zum Hinlegen. Oh ja. Z zum Hinlegen? Ja. Oh. Weil hier hast du eine Position, wenn du dich hier hinlegst, kannst du gut ballern. Hast du dich irgendwas wegen Abfarmen und Campen und so weiter gesagt? Abfarmen? Hä? Ja gut, Campen. Wir sind nicht bei Minecraft. Ja, aber Campen. Das waren deine Worte. Ich beobachte jetzt bloß. Und wenn ich keinen... Nö, und wenn ich keinen sehe... Ich habe jetzt gar nicht geschossen, weil hier keine Sau ist. Ich habe Videobeweis. Außerdem bin ich gerade auf dem Weg zum letzten Punkt dort. Ach du Scheiße, wieso sind die eigentlich besser als wir? Oh Gott, komm schnell zurück zu O3. Ich bin gerade bei O1. Nein! Ey, ein Schuss! Ich bin nach einem Schuss down. Oh, wieso spawnen wir immer Kilometer weit weg? Kilometer, ey! Laufen. Das ist einfach nur ein Gelaufe, dieses Spiel. Das ist wie im richtigen Krieg. Im richtigen Krieg stehst du nicht auf, Hulk. Außerdem habe ich hier gerade selber zu tun. Zu tun. Zu tun. Ist der Typ sie jetzt tot oder nicht? Wow, wo kommt der denn her? Ich hätte den. Pass auf, bei O1 auf dem Haus ist einer, das snipert. Ja, die sind hier überall und snipern. Gefühlt besteht der ein halbes Team aus Snipern. Hab einen. Ich bin auf dem Weg zu O3. Das hat ich man voll gehört. Das war nicht mal laut. Also, in meinem Ohr war es laut. Warum fährst du denn jedes Mal mit dem Fahrrad hin? Wo findest du die immer? Am Spawn?
jetzt erstmal ein paar Leute am Ufer wegmachen. Die nerven mich. Oh, Mine! Ist jetzt nicht gerade erst, dass die Mine ist. Nein, daneben, aber ich habe sie gerade in die Luft gejagt. Dann siehst du mal, welches Level die haben. Die snipern von O1 hier rüber. Der ein. Oh, der hat einen roten Hit gekriegt von mir und ist down. Oh, ich hab einen gekillt! Ja! Dein erster oder wie? Ja. Ey, jetzt erster? Rennt der Arsch vor mir rum und ich krieg keinen Kill! Aber war das jetzt ernsthaft dein erster? Scheint so. Warte, ESC. Achso, das sehe ich jetzt nicht hier. ja, einmal ein Kill und zweimal gestorben. Warte mal, wo sieht man das? Tab-Taste. Ja, 9 Kills, aber auch 5 Tode. Ja gut. Boah, die campen da schon wieder. Ein Hit! Wieso trifft er mich immer nur mit einem Hit? Ah! Ey, die haben echt krasse Waffen, unsere Leute hier. Unsere Leute? Ja, auch unsere Leute haben schon so richtig geile Waffen. Schau dir den Punktestand an. Der ist mir gerade scheißegal. Kann man nicht mal in den Schrank klettern und sich verstecken, ey. Für diese Map brauche ich eine Sniper. Ich komme so nicht an die Gegner ran. Das hat alles keinen Sinn. Ich laufe jetzt einfach mal nur zu O1. Einfach nur laufen. Wenn ich abgeknallt werde, mir doch scheißegal. Ja, ich sehe so viel, da kommt ein Auto. Boah, ich höre rechts um mich geballert, links um mich geballert. Ja, bei O1 oben im Haus sind massig Leute drin. Abern. Ah, das ist eine coole Sniper-Position. Fuck, ich war bei O1. Pass auf, die campen dort ordentlich rum. Da sind zwei Mann an dem Sprechfunk und... Ja. Ich geh jetzt mal zu O2. Das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch nicht sein. Okay, das kann ich nur im Hauptmenü einstellen, die Musiklautstärke. Interessant. Hab noch einen. Interessant. Ich habe hier gerade einen schönen Spot, aber den zu verlassen, falls jetzt jemand Camper Spot wieder. Ich kann den nicht verlassen. Camper Spot? Nee, ich Baumspot. Ich hänge hinter einem Baum. Also Camper Spot. Notgedrungen, ja. Also willst du mal lachen? Ich bin schon wieder hinter der feindlichen Linie. Ich sehe dich hier gerade über den Fluss rennen. Ich bin bei deren Spawnpunkt. Ich bin bei deren Spawnpunkt. Oh Scheiße, kehre zurück in die Kampfzone. Noch einen. Ah, hab auch einen. LOL. Ab hoch auf den Ausguck und dann von dort wegballern, die Idioten. Achtung, Auto kommt. Fuck, ich bin tot, ich bin tot. Die flankieren mich.
Boah, der hält auch 4 Schüsse aus, das ist echt. Hab noch einen. Ja, hab auch einen. Ich kann die halt wirklich Spawn trappen gerade. Hab noch einen. Wo bist du da bitte, Geil? bei dem ihren Homepunkt, also Spawnpunkt. Okay. Nächster tot. Noch einen zu. Na, leg dich doch hin! Wow. Wow! Aber ich habe meine paar Kills reingeholt. Von der ersten Folge. Da bereit. Ja. Hab noch einen. Okay, die kommen von der linken Flanke zu unserer Base. Oh fuck. Ich habe keine Muni mehr und gegen 4 Schützen habe ich keine Chance ohne Muni. Bin down. Oh, das ist voll schwer mit dem Schwarten zu treffen. Ich bin noch nicht down. Ja, ich habe bei meinem Mundi gegen einiges verschossen. Hey, ich bin gerade bei O2. Ike hat 4 Devs, ich habe 17. Willst du jetzt angeben? Meine Bilanz ist nicht gerade gut. Ich habe 17 Kills und 7 Tode. Du hast 4 und 2. Also. Nein, 4 und 4. Okay, 4 Kills, 4 Tode. Der Totenkopf sind die Kills und das Kreuz sind die Tode. Ja, ich hab nur schnell aber drüber geworfen. Alter, ist das anstrengend. Wenn ich jetzt hier im Haus bleibe, dürften die das eigentlich gar nicht so einfach einnehmen können. Weil ich stehe direkt so, dass die. Aber ja, ist gut. Ich sag's einfach mal. Ich stehe. Ja, also irgendwann nervt das, weil. Du Angeber. In GTA hast du immer verpflichtend gesagt, Zimmern sagen, wenn du einen hast. Ja, in GTA ist es ja was anderes. Das Spawn sind nicht GTA, nach. Entschuldigung. Du weißt schon was. Boah, ey, auf die Entfernung treffe ich nix. Hat so keinen Sinn. Ich treff den Scheißspieler einfach nicht. Also die haben es schwer, O2 einzunehmen. Ich stehe hier im Häuschen. Genau da, wo der Einnahmepunkt ist. Aber. Also ich soll es ja nicht sagen. Das ist so eingraviert bei mir. Das Bunker. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Ich hab's extra nicht gesagt. Gut. Ach, da hinten war das voll. Ich sag mittlerweile auch nicht mehr, wann ich Kills hab. Scheiße, hier sind zu. Boah, mit einem Flammenwerfer! Ernsthaft? Was? Hier hat ihn einen Flammenwerfer! Scheiße! Ja! Mit dem Flammenwerfer hat er mich gekillt! Will er mich verarschen? Ja, egal. Wie sieht's bei mir aus? 6-5, gut. Kannst du mal kurz bei mir schauen? Ich hab keine Ahnung. 21-7. Ich hab echt
Gegner gegen Schode. Aber wir gewinnen das Match wenigstens noch. Sag das nicht, zurzeit haben die ja 2. Ja, aber guck mal oben auf die Bilanz. Und die, bei O2 sind sie im Haus drinne. Aber... Boah, hat der mich erschrocken, das ist ein Teammate! Versteck dich doch wenigstens, du untalentiertes Stück etwas. Gut, ich nehm's zurück, du bist nicht untalentiert. Ich stehe hier hinter einem Baum mit einem Typsi. Der Typ ist auf einmal nicht mehr da. Sniper-Hit mit einem Schuss. Wir haben ja gerade ein anderes Problem. Bei O2 ist einer oben im Haus drin. Ne? Und der kommt da nicht runter. Gut, ist... Oh, nice. Oh. Nice. Ich muss mich zurückziehen, das wird doch nichts. Ich muss mich eigentlich heilen. Oh fuck, verrückter Querschuss. What the fuck war das? Zu unserer Basis läuft da deiner. In Richtung Habala. Ich bin O2. Ich renn jetzt nicht zurück. Nein, der hat mich erwischt. Ja, schon wieder meine Lieblingssniper. Die will ich später auch, diese SVT-40. Soll ich dir mal helfen? Nö, wir sind hier mehr als genug. Okay. Ich bin die ganze Zeit mit diesem O1, das ist ziemlich umkämpft, also wenn du dich da mal blicken lässt, wäre freundlich. Nee, die kommen mir gerade bei O2 alle an. Wäre ja nicht schlecht, weil ich muss mich neu positionieren. Nö, jetzt müssen sie erst recht alle zu dir rennen. Warum, damit ich die ganzen Kills kassiere? Nö, damit sie dich abknallen. Will einen neuen Camperpunkt suchen. Du und dein Camperpunkt, ich laufe hier die ganze Zeit. Außerdem sagt der Richtige, der anscheinend weniger tot als ich habe. Nee, ich bin gerade gestorben. Wo ich einen Punkt verteidigen wollte. So, einmal schnell rüber. Oh je. Ich sehe den nicht. Ich werde nur beschossen und sehe ihn nicht. Toll. Nur 3 wird gerade erobert. Was? Den hole ich mir jetzt, das kann nicht sein. Oh, wir haben fast gewonnen. 99%. Naja. Oh, ey. Ja, 30 Minuten. Läuft. Du bist jetzt Sterne. Rang 3. 500 Credits.
neue Kampfart einnehmen und halt neue Kampfart freigeschalten. Meine Güte. Panzerbesatzung. Glückwunsch, Eik. Sie haben genug Erfahrung erlangt, um den Panzertrupp zu kämpfen. Panzer! Panzer! Okay, ich bin gefreit da. Ja gut, könnte besser sein, um ehrlich zu sein. Ich habe nicht mal mehr 30.000. Veteranenbonus plus 1248. So, Plünderermedaille. Gefreite, jetzt kriege ich eine Handfeuerwaffe. Okay, kann diese Munition jetzt mit folgenden benutzen. Gewehr 43. Und Verbesserung, harte Feder. Gefreiter, ihr Sold wurde erhöht auf 8.900 pro Stunde. Okay. Nee, nicht in den Shop. Ja, das war's dann erstmal mit der Folge hier. Rockstar, Dancer, Killer, drop my love.